Nee, Polio ist abgelaufen. Da, Alter, seit 10 Jahren, Junge. Diskrepanz. Ja, dann einmal den Grund. Oh, tschüss. Eine Genehmigung? Hä? Wirst du genehmigt? Oh Gott, scheiße! Nein! Wirst du genehmigt? Warum? Oh Gott, ich bin der größte Trottel. Warten wir einfach. Warte, Stempel dreimal drüber. Ja, ich hab schon... Stempel ist auch die Bescheinigung. Moin, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papers, Please. Und passenderweise schwitze ich mir gerade den Ast ab. Ich weiß, ich habe hier vielleicht ein langärmeliges Shirt an, aber es konnte ja niemand an, dass plötzlich wieder so warm ist in München. Hi, Jungs. Hallo. Wir spielen... Ich dachte, in Münster... Nein, ich wohne in München. So Leute, wir werden heute nochmal vielleicht beide neuen Spielmodi hier austesten. Einmal Perfektion und Ausdauer. Das bedeutet, spielen Sie, bis Ihr Konto ins Minus rutscht. Vermeiden Sie Bußgelder, oder? Das Spiel endet beim ersten Bußgeld. Wir sind Perfektionisten, das machen wir. Das kann beim ersten Bußgeld. Ach so, hier kann man den Schwierigkeitsgrad auch einstellen wahrscheinlich. Bitte super einfach. Ah. Ja, wir machen das. Wir können ja erstmal gucken, wie weit wir beim ersten kommen, beim zweiten und beim dritten. Ja, das ist perfekt. Spielen. So, wir dürfen keinen Fehler machen. 1. Januar 1983. Merkt euch das. Okay. Okay. Endlos Perfektion. Ach, wir sind. Oh Gott! Der hat gar keinen Mund. So, ich guck mal ganz kurz hier an. Arbeiter, ja, das ist ja das Standardding. Okay, los geht's. Die erste Person kommt rein. Und? Wir haben unendlich Zeit, oder? Ha! Was hat der für Haare? Ja. Zack! Diskrepanz! Alter, was ist das denn für ein Zufall? Ich sage gar nichts. Arras! Du kommst direkt in den Knast. Find's gut, wie sich jemand verteidigen. Was? Ich sag gar nichts. Ja, ich sag manchmal auch nichts. Hä? Oh, der? Nee. Was? Hä? Einreisegenehmigung? Fehlt der Pass? Ja, auf jeden Fall. Personen muss einen Pass haben. Diskrepanz! Wo ist Ihr Pass? Es tut mir leid hier. Och, Mann. Okay, Nummer schuldig. Der hat sich aber nur für sein Passfoto geschämt. Das kenne ich. Versteckt mein Pass auch immer. Ich habe auch ein extrem schlechtes Ermakov. Ist richtig, ist alles gut, ne, Jungs? Nee, ist nicht. Ist abgelaufen. Oh oh. Da hat wieder keiner. Ihr seid heute noch keine große Hilfe. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich werde das. Ach, verpiss dich. Komm. Raus. Einfach weg mit dir. Wir können hier nicht gebrauchen. Wir sind Perfektionisten. Wir haben schon 19 Punkte. Wohin geht ihr denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit ihm? Ja, er geht nach Hause. Oh Gott, Alter, wer ist er denn? Er sieht ein bisschen. Alter, er hat so komische Kleidung an. Sieht ultra lustig aus, aus seinem Passbild. Leo, ja, Bentowski. Warte, Bentowski, Leo, Pedastin, Pascal, männlich, das ist auch, ja, ist richtig. Das Datum ist auch gut. Okay, danke, Menil. Ja. Den lasse ich in meine Wohnung. Ja, das glaube ich auch gerne. In deine Wohnung? Ist das nicht, Es hat... Scheiße! Was haben wir falsch gemacht? Was war denn falsch? Die Stadt war falsch. Ich zeige euch das gleich mal. Da könnten wir auch... Ach man, das hat nicht lang gedauert, Jungs. Rang 9... Ach, 19 Punkte haben wir da gesammelt. Guck mal, wir sind nur... Das steht immer dran. Achso. Ja, 23.821. Da sind wir geworden. Ja, fast die Besten. Ja, das ist wirklich klasse. Also ich bin mehr als stolz auf uns, Jungs. Wie wir das gemacht haben. Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar mehr Sachen, ja. Ah, mit Diplomaten. Mit dem Ausweisanhang. Okay, irgendwas wollte ich euch aber noch... Ach so. Ja, mit der Stadt. Ja, genau. Und zwar ist es folgendermaßen. Hier, es gibt dann immer Leute, die aus Antegrien kommen. Es gibt nur 3 auszustellende Gemeinden, aus denen sie stammen. Wisst ihr, weil ich kann ja... Wir haben ja Zeit. Ich lasse jetzt mal einen rein, dann zeige ich euch das mal schnell. Ja. Ach, das ist jetzt auch das Diplomatensiegel. So, die Frau kommt aus Republien. Dann gehen wir jetzt zu diesem Republien-Ding. Republien. Genau, und dann auszustellende Gemeinden. Muss entweder Bostan, Les Renadi oder Glorian Major sein. Und Les Renadi ist da, ja. Ja, genau. Ach so. Und dementsprechend, und es kann ja auch sein, dass da plötzlich irgendwas anderes steht von Obristan. Dann ist es gefälscht. Aber das konntet ihr nicht wissen, Jungs. So,
dann schauen wir noch mal, Madame. Warten Sie. Visum. Sind Sie eine Verbrecherin? Nee, ne? Obwohl? Ich glaube, ich hätte immer auf dem zweiten Monitor eine komplette Liste von allem. Ja, aber Screenshot das, aber oder so. Das ist ja nicht legal. Das ist nicht illegal, Menil. So, 47 Kilo, 1,66. Doch, das stimmt auch. Katrina Radowski, Les Renardi, 20.01. Ich würde sagen, ist alles tipptopp, oder? Ja, spitze. Ja. Du kannst halt überprüfen, ob die Finger stimmen mit dem Profil, oder geht das nicht? Nee, denn das ist... Nee. Ist das okay. Gültig? Ja. Ja. Also, ich kenne das Zeichen. Okay. Danke, Frau Les Renardi. Vielen Dank, dass Sie da waren. Jetzt falsch. Nein, komm. Nee, wir haben plus 9 Punkte bekommen. Alles gut. Wir sind super klasse. Okay. Die sieht doch... Hä? Ja, die leere Augen. Oh Gott! Ach, guck mal, das Alter. Bild hat sie ein Auge offen. Oh Gott. Ich ja, bleibe stimmt, zwei Monate. Sein, oder? Nur ein Besuch die zwei Monate. Was? Nee. Ja, dachte ich auch. Nee, aber ein da bisschen. Auf dem... Bisschen eigentlich würde ich auch sagen, aber ist keine Übereinstimmung. Minimal längere Haare. Weiblich, ja, Erika Ostova, 58 Kilo ist richtig, 1,7, ja, Aber stimmt das mit der Stadt? Ja, können wir ja nachgucken, sie kommt aus Republien. Ja. Ja, das haben wir doch gerade nachgeguckt. Da, ja, ich erinnere mich aber nicht an Glorian Major. Doch, doch, Glorian Major ah, steht okay. da. Ich würde sagen, ist alles richtig, dunkle Haare stimmt auch, die sind ja dunkel. Ja, ja, okay. Dann viel Spaß, Madame. Schönen Tag noch. Ja, ja, bitte machen Sie mir ja keinen Ärger. Oh, da oh. 17 Punkte. Jungs, wir haben's. Neuer Rekord. Oh Gott. Das ist wirklich ein neuer Weltrekord. Hallo. Das bin ich, hallo. Ah, hi, Zombie. Ich möchte auch nach Arztochtska. Ja, das finde ich klasse. Oh, bis 4.1. Ach, wir haben den 2.1. Ja, okay. Ja, alles gut. Warte, Alter, was hat er denn überhaupt knapp. Gesagt? Ich bleibe ein Jahr und arbeite. Hör! Hä? Das ist nicht korrekt. Upsi. Da wollen wir uns verarschen. Diskrepanz! Ja. Direkt eingesperrt. Gut, ich bleibe 12 Wochen. Ja, das stimmt. Hast du dich nochmal gerettet? Du Verbrecher? Nee. Ja, aber kann man sich denn so retten? Das sind doch keine kurzen, welligen Haare. Was? Also, sorry. 1.5. Page Williams. Williams Page. Page Williams. Ne, da ist das stimmt auch. Das ist eigentlich alles super. Ja, Glorian Major. Auch. Ja, okay. Ne, warte, ist das Zeichen richtig? Da ist ja wieder so ein MG-Dingensbuch. Ja, ja, aber oder? warte mal. Das ist, glaube ich, nicht... Ich glaube, es ist nicht legal. Da, der Hammer mit dem M, doch, mit dem MFA. Ja, aber das steht doch nicht. Doch, es sieht ja nur komisch aus. Ach so, ja, okay. Das ist einfach komisch gemacht vom Spiel. Okay, Mr. Page Williams. Viel Spaß, herzlich willkommen in Arztochtska. Besuchen Sie mal meine Bar und mein Fernbusunternehmen. Da kann ich Ihnen mal ein bisschen was... Es ist... Oh, richtig, oder? Gefälschte Einreisegenehmigung! Was? Was ist passiert? Oh. Wie kann das... Warte, woran hätten wir das jetzt sehen können? Ich weiß... Vielleicht war irgendein Stempel gefälscht? Ja, wir haben noch gerade einen über... Mann! Hast du die Stadt überprüft? Oh Mann. Okay, jetzt der nächste Schwierigkeitsgrad. 19, 17, hier sind wir sogar Rang 28.000. Ist echt klug, immer den schwierigeren zu nehmen. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Punkt. Ja, wir schaffen das. Jetzt haben wir sogar noch Regeln für... Och, mit den Polio-Impfungen. Ach Gott. Wie, du was? Ja, so, ja, die Leute müssen Impfungen haben. Warte, ich mach mal hier. Die impfen ihre Kinder? Ja, da. Oh Gott, guck mal, sie hat... Hä? Ich möchte politisches Asyl beantragen. Oi. Gott, so, auf dem, das passt, Bill, what the fuck? Auf dem, ach, da sieht sie doch ganz sweet aus. Können wir immer eine halbe Stunde jedes einzelne überprüfen? Ja, so ist das halt. Jetzt habe ich alles voller Tinte. Ja, du willst doch in unser Land, oder nicht? Übereinstimmung, ja, sehr gut. Das ist schon mal klasse. Dann schauen wir doch mal, Madame. Sie der kommt Coach aus Impor, ja. 27. Ja, guck mal nach, ob das stimmt. Was denn, mit was? Haiyan. Impor. Achso, genau. Impor, Haiyan. Warte, da gehe ich auf die... Haiyan stimmt. Okay, 16.01. Ausreisedatum. Gegen Polio ist sie geimpft. Ja, ich würde sagen, Frau Sherin,
Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Ich hab richtig Angst. Ja, ich auch. Warum? Ich dachte, ihr habt nachgeguckt. Ihr auch, ja, aber so auch. Viel Zeug. Und? Macht keinen Ärger. Wir haben doch 9 Punkte. Geschafft. Oh Gott sei Dank. Ja, ich bin so stolz auf uns. Ich hab nie gezweifelt. Oh, die hat eine Impfung weniger. Ja, aber sie braucht nur Polio. Einfach raus. Nein, sie braucht nur Polio. Hier können wir mal das mal schnell abgehen. 1,72 könnte stimmen. Nee, aber 1,72? Was? Doch, Übereinstimmung. Kinnlange Haare stimmt auch. 6.1. Gut, dann können wir das schon mal zur Seite legen. Maria Lecker. Ja, Maria Lecker. Oh, KW, die ist so lecker. KW, Besuch 14 Tage. Einige Wochen. Ja, das stimmt auch. Ja, Maria Lecker. Wir können noch mal gucken. Kollegien. Ja. Joko Stadt. Joko... Ja, Joko Stadt. Das Zeichen da oben ist eigentlich auch legit. Sollte stimmen. Das Runde braucht nur den Text. Ja. Ja, genau. Ja, perfekt. Dann, meine Damen und Herren. Warte. Was? Können wir mal gucken, wie ein gefälschter Ausweis aussieht? Steht das auch in deinem Buch? Nee. Na, gefälscht ist er ja nur, wenn da irgendwie die andere Stadt steht und so. Ach so, okay. Ja, aber das hatten wir doch auch gerade überprüft, oder nicht? Bei dem einen. Ne, scheinbar ja nicht. Scheinbar nicht, Herr Manuel. Ja, wer sitzt da am Schalter? Du oder ich? Ja, was soll das denn heißen? Wir sind ein Team. Oh, 17 Punkte. Diesmal schaffen wir das. Alter, noch einen mehr. Man darf so lange spielen, bis man Fehler macht, oder? Ja, klar. Also nie, weil wir sind krass. Ja, wir werden das jetzt durchspielen. Ich will zu meinem Mann ziehen, okay. Unbegrenzt, stimmt schon mal. Okay, warte. 66 Kilo, 1,82. Das stimmt auch. Die Haare gehen nicht ganz bis zum Kinn. Ja, aber das ist nicht so wichtig. Polio? Nee, Polio! Ist abgelaufen. Oh oh. Da, Alter, seit 10 Jahren, Junge. Diskrepanz! Der Impfstoff wirkt nicht mehr. Davon weiß ich nichts. Ja, dann einmal den Grund. Oh, tschüss. Abgelehnt. Na, Genehmigung? Hä? Du hast sie genehmigt. Oh Gott, scheiße! Nein! Du hast sie genehmigt. Nein! Warum? Oh Gott, ich bin der größte Trottel. Warten wir einfach. Warte, stempel dreimal drüber. Ja, ich hab den... Stempel ist auf die Bescheinigung. Ja. Überall abgelehnt. Na. Das geht nicht, nein! Ich stempel nicht drauf. Och Mann, wie kann man so ein inkompetentes Stück Abfall sein? Oh, es tut mir leid, Jungs. Nein, ist nicht schlimm. Och, Mann. Ist ja eher lustig jetzt. Warum denn? Oh, Polio, das ist falsch. Oh, ja, war genehmigt. Grund angenommen. Oh, guck mal, wir sind genauso gut wie beim Schwierigkeitsgrad davor. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ach, Impfung abgelaufen, das habe ich doch abgestempelt. Aber hey, warte, sie kannst du ihrem Mann. Ja, stimmt. Guck mal, du hast sie verarscht. Ja. Und ihn anstecken. Oh, guck mal, du hast ihn rang an. Stimmt. Und Alter, 6.000, das ist nicht schlecht. Ja. So, letzte Schwierigkeit. Oh Gott, das war Pidissel, Alter. Das liegt einfach daran, dass... du so schwitzig bist. Ja, also ich bin aber wirklich ein bisschen schwitzig. So, was müssen wir jetzt noch machen? Ja, jetzt ist noch, Ausländer brauchen ein Visum, glaube ich. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Hey. Da sind die Kriminellen. Oh Gott! Hallo, Mrs. Pfannkuchen! Oh nein, sie ist Diplomat. Die Pfannkuchen sind lecker. Ja, die ist auch Polio lecker. Stimmt. Okay, Arzt Totzka. Oh Gott, das kann wieder was werden. Sie kommt aus Republien. Da. Okay, das stimmt auch. Sie kommt aus Les Renardi, das stimmt. 20.8. Aztutzka P. Polio. Hält 3 Jahre. Ja, ich würde sagen, alles richtig, oder? Alexis Cargerillo. Ja. Können die Nummer lieber doppelt gucken? Ja, wir gucken doch. Doch. Ja, aber warte, was hat sie gesagt? Nein, was denn? Die Impfungen sind doch alle abgelaufen. Nein, die Impfung hält 3 Jahre. Ach, da steht nur der Zeitpunkt, wann die gemacht wurden. Ah, ja, genau. Und nicht, wann die auslaufen. So, bitte sehr. 10. Oh Gott sei Dank. Nein! Hä? Was? Ungültiger. Ich wusste es. Woran lag es? Ungültiger Name, hä?
Ach so, auf der Impfung stand ein anderer Name. Oh, okay, nochmal. Ich wusste es. Wie, du wusstest das? Du hast doch gar nichts gesagt. Ich wusste, dass da jemand... Doch, habe ich wohl. Du hast gesagt, dass sie abgelaufen ist. Impfung nicht. Ach, ja, ihr Name ist abgelaufen. Ihr Name ist abgelaufen. Also, Mängel bei aller Liebe. Oh Gott, Alter, ist das... Axel, Isa- Oh, ach... Jetzt brauchen wir auch Fingerabdrücke. Können wir den in den Knast schicken? Ja, würde ich mir auch. So, wir gucken mal, ob das hier zusammenpasst. Also der Name steht schon mal überall richtig. Okay. Der Axel. Der Axel. Achso, warte, ich muss ja auch das... Ja, Übereinstimmung. Und... Das hier. Alter, bei 84 Kilo muss der aber echt ein Sixpack da drunter haben. Ja, das ist einfach eine Maschine. So, Polio ist richtig. J. Die Jacke ist einfach schwer. J. Wie lange darf der bleiben? Der will Asyl beantragen. Ach so, Asyl. Westgrestin. Boah. Westgrestin und Impor? Einen Tag noch. Das stimmt nicht. Nee, hier! Der kommt angeblich aus Impor. Der uns verarschen wollte wieder. Warum hassen die uns? Keine Ahnung. Diskrepanz! Wir wollen nur unseren Job machen und die sind alle gemein. Keine Ahnung, wovon sie da reden. Arrest! Was ist jetzt los? Ja, das ist los, Alter. Du gehst jetzt schön nach Hause. Was ist jetzt los? Richtig verängstigt. Zack, nächster. Los, hopp. Hopp, 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 hopp. Hallo, Madame. Ja, hallo. Ich bin in der Durchreise in ein anderes Land. Ich bleibe einige Tage. Oder? Stimmt! Mautado. Puh. Oh, Gott, so falsche Seite. Warte. Winter. Info. An dem Rand von den Büchern sind auch so kleine Dinger, die du anklicken kannst. Du musst nicht da so wild durchblättern. Ich glaube nicht an Impfung. Ja. So, Alter. Abgelehnt. Halt den Retard weg. So, bitte sehr. Tschüss. Ich glaube nicht an Impfungen. 18 Punkte. Alter, Leute. Also, wenn wir das jetzt... Rekord. Oh. Ja, wir gehen halt erst richtig auf, wenn es schwer wird. Ja. Theresa Braun. Alter, was ist das? Polio ist richtig, ja. Theresa Braun. 23C3F, ja. Bostan, Republik. 43 Kilo, sie ist 1,58, ja. Zweck ist Arbeit? Ja, 6 Monate. Ja. Was? Nee, das hat doch gepasst. Warum steht da wieder nichts mehr? Ah, da steht Dauer. Die sehen anders aus als früher, könnte es sein. Ja, ja. Ich guck mal ganz kurz. Diplomaten, Inländer. Nö, nee, aber ich... Ach, ja, stimmt. Ich wollte mal gucken. Karte wegen Republien. Bostan. Nee, das ist auch richtig. Ich glaube, die ist klasse. Nee, warte. Ich guck noch die Nummern. Die Nummern stimmen auch. Ja. Name. Ja. Riskieren wir es. Ja! Und jetzt der neue Rekord. Der neue Rekord. Kein Fehler, plus 7. Und wir haben 25 Punkte. Wir gehen halt erst im schwersten Modus auf. Ja. 25 geile Punkte. Wort will sie machen. Ich. Okay, Arbeit. Polio ist gültig. Ahova. Ist alles gültig. Ahova. Die Miaschki. Oh, Moment! Oh, da ist jemand scheinbar fetter geworden. Ja. Scanner! Raus aus dem Land! Alter! Nein! Als ob, ey. Nein, das ist, weil die könnte Schmuggelware dabei haben. Eine Waffe. Oh Gott. Wow. Das ist eindeutig Schmuggelware. Oi. Da hinten hat sie so ein Messer an ihrem BH. Stimmt das? Was ist das? Ist das eine Speckfalte? Ja. Ich glaube, es soll eine Speckfalte sein. Achso, okay, tut uns keine leid. Keine Übereinstimmung. Das ist sie nicht. Sie hat leider. Die Speckfalte ist. Aber die ist doch nicht. Die ist doch auch keine 1,75. Doch, komm doch hin. Doch. Was? Hä? Klar. Das ist doch nicht bei der Hälfte, also Madame. Wenn man die Frisur mit einzieht, schon. 1.2. Ja. 1.7. Polio, 2 Mu. Okay, ja. Prüf noch die Stadt. Ja, stimmt. Impor mit Zunkenado. Zunkenado. Warte. Karte, da. Impor. Ja, Zunkenado stimmt auch. Okay. Gnado. Dann würde ich sagen, Madame, viel Spaß in unserem Urlaub. Oh, warte, was haben wir... Oh.
Ja, oh, alles richtig. Ja, stimmt. Ja, schon. Ja, alles gut. Nicht plus 6. Ja! 31! Papier. Oh nein. Warte. Igor Fontani. Igor Fontani, Alter. Der Name stimmt. Der Code stimmt auch. Fontani, Igor, Igor Fontani. Ja, der Code stimmt. Aber in 3 Monaten ist seine Impfung abgelaufen. Gewicht und Größe sind auch okay. Ja, aber das mit der Impfung ist ja egal. Das ist doch egal. Test mal. Ja. Genau, ja, check's lieber mal. Keine Übereinstimmung. Ah, nein, ich meine mit seinem Aufenthaltdauer, ob das geht. Nee. Also, warte, das hier meinst du? Warte. Zack. Mit 3 Monaten. Ja, das ist egal. Okay. Oh, Gott sei Dank. Okay, ist es vielleicht ein Schwerverbrecher? Nee. Nee, okay. Ja, doch, ich erkenne, das ist der Bruder von einem Schwerverbrecher. Nein. Antegrien. Ja. Glorian. Groß Guss und Sandmar. Ja, okay, ist alles. Ja, ich würde sagen, lass ihn rein. Okay. Das werden wir bereuen. Netter junger Mann. Das werden wir bereuen. Wieso werden ich nein. Riech das doch. Ich riech auch gerade hier echt. Ach, Quatsch. Heuer. Tja, ach. Vertraut mir einfach mal. Ich wusste es ja, ich habe die nur getestet. Nee, hast du nicht. Ich wohl. Ha, noch ein Pfannkuchen, hallo. Das ist der Mann von Pfannkuchenfrau. Das könnte dann sehr gut sein. Dann passt die anders aus als die anderen. Ja, aber das ist nur, weil er so rot umrandet ist. 105 Kilo, 1,85. Obres Tand James Keeling. Polio passt. Der Name stimmt, der Code stimmt. Luna, er kommt aus Skal, das macht Sinn. Karte. Obristan ist Skal richtig. Männlich 9.2. Ja, ich würde sagen, Stirnglatze stimmt auch. Sir, herzlich willkommen, James Keeling. Er ist auch nicht auf der Verbrecherliste? Nee. Nein. Okay. Da wäre, also ich bitte dich, Zombie. Sorry. Ganz ehrlich. Rund 4 nur. 40. Boah, Leute, was ist denn los? Wir haben die ganze Zeit reingeschissen und jetzt machen wir keinen Fehler. Ja, mit Absicht. Aber das sind auch alle legal. Ja, aber das muss man eben auch... Oh Polio, ja, direkt. Alter, wie sieht er denn aus? Ja, wie ein Polio-Opfer. Ja. So, richtiges Polio-Opfer. Kannst du mir hier direkt mal... So, jetzt nicht verkacken, bitte. So, Alter, wie konnte ich das gemacht haben? Ich bin einfach nur krass. Ist auch noch nie schief gegangen, ne? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, Menil. Also, ich weiß nicht, wovon du redest. So, Madame, Polio... Durchreise. Hält 3 Jahre lang, ist noch, boah, ist aber echt knapp, ey. Ja, aber ist gültig. 1,79, 14 Tage, Transit. Ja, PH. Ja, das stimmt. Oh. Da habe ich was gesehen. Was denn? Und zwar der Kreis, da muss was mit drin stehen. Da muss der Text stehen, der Runde braucht Text, ja. Und den Strich drin, der fehlt auch. Kenn ich auswendig mittlerweile. Aber wo kann ich den nochmal... Weit, ganz weit hinten war der. Da. Oh, Leute. Riecht ihr das? Ja. Riecht ihr das? Ich riech den Sieg. Ich Diskrepanz. Nein. Ares! Tschüss. Ich kann nochmal hochmachen. Hallo. Oh. Ja. Kannst du nochmal durchgeklettert zu dir? Kleiner Hoffnungsschimmer. Was, doch, hab ich jetzt doch alles richtig? Oh. So, Julia Polio. Aber wir haben noch keinen Knasti. Das stimmt. Das ist eigentlich sogar ein bisschen schade. Ich bleibe einige Tage. Ja. Transit durch Aztotzka, 48 Kilo, 1,67. Wahrscheinlich bringen die auch viel mehr Punkte. Okay, ja. Palle, ja. Stimmt. ich. Palle. X69, das ist auch richtig. Weiblich, ja. Bostan ist integrieren. Und dann wieder einer rein. Viel Spaß. Zack. Jo. Und machen sie mir ja genau Ärger. Ja, das okay. Geht halt immer weiter runter. Nein! Oh! Irgendwas mit dem Stempel, Pass. Ja. Oh nein. Oh. Aber wie viel da sind wir? Erster wahrscheinlich. Nee. 10.000. Was? Alter. Obwohl wir. Mag wohl keiner davor. Okidoki, meine Damen und Herren, das war's mit einer kleinen Folge von Papers, Please. Lasst eine Bewertung da, schaut unbedingt bei Zombie, Mortado und Jumbo Let's Play vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.